Jo, da sind wir wieder bei One Piece Unlimited World Red. Beim letzten Mal haben wir... Wow, macht der Schaden. Ja, haben wir uns auf Platz 1 gekämpft und kämpfen jetzt gegen Flamingo. Doflamingo. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ja. Und die Musik ist ja wohl mal ziemlich genial. Mir wurde schon gesagt, dass ich auf die Musik dann achten soll, weil die verdammt cool wird. Und oh ja. Ei. Okay, der macht dann mehrmals. Und er hält gut was aus, der Mingo hier. Ah, er hat Law festgehalten. So, ich benutze direkt mal das hier, was SP und TP halt bei Ruffy. Weil das ist sicher nicht falsch. So, wo läufst du denn hin? Machst du eine Spezialattacke? Und? Bams! Perfekt. Er brennt ein bisschen. Ich gehe am besten ganz weit weg. Ja! Ja! Gut, dass ich weggegangen bin. Wow. Wow. Verdammt, da bin ich doch reingeflogen. Krasse Spezialattacke von ihm. Und Red Hawk. So, du brennst wieder erstmal. Ah, er hat Law wieder festgehalten. So, dann wechseln wir mal. Wow. Wow, das war gut getauscht. Oh yeah, der Kampf ist gerade echt cool. Naja, das ist das andere, das ist nicht diese Heil... Das ist das nicht... Ah, okay, das war wieder wahrscheinlich dieses mit Festhalten und so. Au. Na gut, wir sind jetzt halt gegen Statuseffekte. Moment, das ist ganz gut, dass wir gegen Statuseffekte geschützt sind. So kann er uns nicht festhalten. Und vorbei. このようなことがあるのでしょうか。目の前で起こっていることが信じられません。小僧どもがなかなかやるじゃねえか。いいだろう。お前たちのことを認めてやる。 次に会った時、それがお前たちの最後だ。余興としては面白かったぜ。じゃあな。待て。ゲイ、ウィアム、ゴーオン。逃げられちまった。このような結末を誰が予想したでしょうか。今大会の優勝は麦わらのルフィ。 トランスファルガー・ロー・チームです。二人は我々に数々の感動を届けてくれました。惜しみない拍手をお送りください。なお、今日の商品はこの後。 Ja, Frankie. Gut, aber damit hätten wir jetzt, glaube ich, das Kampfkolosseum abgeschlossen. Zumindest den, in Anführungsstrichen, Story-Mode des Kampfkolosseums.
Ja, es laufen die Credits durch. Ja, gut. Kann ich die einfach überspringen? Die Credits gucken wir uns am Ende erst an, wenn auch das normale Let's Play durch ist und nicht, wenn wir gerade das Kampfkolosseum geschafft haben. Missionsspeicher? Vergangene Ereignisse okay. So, schließe das Kampfkolosseum, um neue Herausforderungen freizuschalten, die du dich versuchen kannst. Habe ich doch schon. Um neue Bossquests und spielbare Charaktere freizuschalten, okay. Dann kann ich nochmal neue Kämpfe machen. Ah, okay. Yay! So, was steht denn jetzt da beim Kolosseum? Rang 1. Oh, ich sehe gerade, wir sind in der Story schon an der letzten Episode. Ups, das wusste ich gar nicht. Ich möchte mal kurz gucken, was im Kampfkolosseum es noch alles gibt. Was jetzt neu freigeschaltet wurde und so. Und dann schauen wir mal. So, Missionsspeicher. Ah, diese ganzen Szenarienkämpfe. Oh. Achso, das sind Spezialkämpfe. Ja, den haben wir nicht bekommen, zum Beispiel. Shanks gegen Blackbeard. Ich glaube, die meisten davon hatten wir sogar. So, was haben wir hier noch neu? Schauen wir hier noch mal ein bisschen fix durch. Ja gut, das Kampfkolosseum erobert, das... Die anderen dürfen auch nicht so schwer sein. Was? Okay. Na gut, aber da muss ich Akainu bekommen. Ja, und Deflamingo. Und weil andere muss ich wahrscheinlich erst auch noch ein paar Leute freischalten. Joa. 3 Siege ohne Schaden. Das könnte schwer werden. Bossturm mit Jinbei 3-mal. Naja. Naja, wie gesagt. Alles, was jetzt im Kolosseum noch fehlt, diese ganzen Sachen zur Vervollständigung, werden alle in dem Stream erst gemacht. Sobald das Let's Play durch ist. Jetzt machen wir erstmal die Hauptstory weiter. Weil, auch wenn da nicht mehr so viel fehlt, weil da steht ja schon, wie gesagt, letzte Episode. Ich wusste gar nicht, dass ich schon in der letzten Episode bin. Na dann, machen wir die letzte Episode. Sind wir sogar damit fast. Das hat sogar ganz gut gepasst, dass ich jetzt das Kolosseum fertig gemacht habe und jetzt kann ich sogar die letzte Episode machen. Das ist eigentlich mehr oder weniger Zufall. Aber ich kann jetzt nochmal kurz zeigen, ich habe jetzt wieder mal ein paar Kostüme runtergeladen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr für wen alles. Wir gucken mal durch jeden Charakter mal durch, was wir da so Neues haben. Ist das hier neu? Nee, das hatten wir schon. Ah, genau, das ist einmal neu. Moment. Ich wollte nur ein bisschen drehen. Das ist Strong World Outfit. Dann haben wir hier den Badeanzug. Creamin. Ja. Ach, Criminal. Genau, das ist diese Marke von Papak. Und... Ah gut, das ist Jubiläumsanzug. Okay. Mal sehen, für Zorro haben wir, ich glaube, nur ein neues. Ist das hier das neue? Ja. Zorro ganz leger. Ich glaube, es sieht sogar so ein legeres Shirt. Oh, sieht aber eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Moment, Effekt? Die Kleidungen haben Effekte? Habe ich gerade rechts gesehen? Tatsache, die haben wirklich Effekte. Huch. SP Wiederherstellungsschaden gegen Feinde rauf. Maximal TP runter. Oh. Interessant. Wusste ich gar nicht. Habe ich nie darauf geachtet, dass die Effekte haben, die ganzen Sachen. So, Namis Kleidung. Was haben wir hier? Den Badeanzug. Was hat der für einen Effekt? Ja, Fallschaden im Wasser runter. Dann haben wir hier ihre Schuluniform. Spezialangriff rauf. TP runter. Maximal. Ja, die ist aus. Dem Comic Red Hair auf Class 3. Sea Time. War auch noch gar nicht mal so schlecht aus. Und 3 war... Ah ja, das Jubiläum. Ich glaube, es ist bei jedem immer das gleiche. Spezialwiederherstellung auch und... Ja. Dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, Lysop hat sogar gar nichts Neues, oder? Nee, der hat nur seine Kleidung hier. Ja. Sanji dürfte, glaube ich, auch irgendwas so Legeres haben. Ja, eine legere Weste. Boah.
Chopper hat, glaube ich, ganz viel bekommen. 2 oder 3 Stück. Ist ganz viel. Die Nummer 1 fehlt mir aber noch. Genau, Chopper mit einem Schwimmreifen. Dann das alte Chopper-Outfit quasi. Dann das Weihnachts-Chopper-Outfit. Beuterate bei Items hoch, Anzahl erhalten Items rauf. Oh, das ist praktisch. Mal gucken. Ich glaube, Robin hat ja sogar nichts Neues. Nee, aber hier fehlt auch noch das zweite. Ja gut, hier hätte ich einen Badeanzug, das gleiche, was bei Nami rauskommt. Ich glaube, Frankie und Brooke hatten auch nichts Neues. Schauen wir trotzdem mal. Genau, er hat nur noch das. Das heißt, wir dürften ja gar nicht mehr so viele Kleidungs-DLCs mehr kommen. Und das ist auch nur dein Jubiläumsanzug. So, dann muss ich mal gucken, ob ich für die anderen Charaktere auch noch was habe. Ne, der hat nur sein normales. Ace irgendwas. Kann ich hier wenigstens hier und da mal ein paar Kleidungsstücke zeigen. Falls ihr euch die nicht geholt habt. Ah, und Hancock nur noch. Hat wahrscheinlich auch nichts Neues. Nee. Wo ist denn da der Unterschied? Irgendwas hinten an der Seite oder so? Ach so, ohne Cape. Kann ich irgendwas noch erweitern? Nee, da fehlt mir noch die Marineflunder. Da fehlt mir der Schatzperlenmuschel. Rotaugenwarzenkröte. Die habe ich, glaube ich, irgendwann mal bekommen, aber ich weiß nicht mehr wo. So, dann gehen wir nochmal kurz zum Inn, Pub, wie auch immer. Gehen wir mal kurz gucken, was für neue Missionen es mittlerweile schon wieder alles gibt. So, Questliste. Genau, hier, Bossquests. Ist das noch dazugekommen? Besiege den Blitzbrachten mit Ace und Ruffy. Oh ja. Und hier besiege 30 Piratenkanonier mit Shanks und Ruffy. Cool. So, und heruntergeladene Quests sind jetzt auch die ganzen, die jetzt dazugekommen sind, weil ich, ja, runtergeladen habe. Hole 2 Kraken und 2 Schädelritter. Das ultimative Heilmittel. 3 Kraut, 2 Pilze. Früchteparadies. 20 goldene Früchte und 20 Riesenbananen, okay. Besiege Buggy. Suche Pilze. Besiege Caesar, Law, Dragon und Aokiji. Okay. Besiege die 50 Gegner mit Ruffy. Besiege Luki. Und ich glaube, das hatten wir auch schon. Ja. Hatten wir hier noch irgendwas? Einfach nochmal jetzt fix durchzugucken. Ich glaube nicht, aber ich glaube, hier waren noch ein paar übrig, oder? Ja. Aber ich würde sagen, die werden wir jetzt aber auch nicht mehr machen. Ich guck mal eben, ob ich hier noch irgendwas kaufen kann. Ja, in der Tasche habe ich schon genug davon. So, ich denke mal, ich bin jetzt vorbereitet. Wir gehen auf zur letzten Mission. Schauen nochmal kurz nach dem Garten hier. Wow. So viel Sachen hier. Reife goldene Frucht. Selbstversorger. Okay. Pflanzen wir mal überall was ein. So. Speichern nochmal ab. Und wie gesagt, machen uns dann auf zur letzten Mission. Pato steht hier schon direkt neben uns. Nein. Ich möchte weitermachen. Wobei ich schon fast sagen würde, das machen wir im nächsten Part. Dann geht da das Finale los, hätte ich gesagt. Joa. Joa. Denk mal schon. Im nächsten Part fangen wir dann hier mit dem Finale an. Und nach dem Let's Play gibt es dann immer noch ganz viele Streams dazu. Also keine Sorge. Das Spiel wird noch eine Weile dauern, weil ich möchte das auch auf Platin bekommen. Und ich gehe mal davon aus, ich muss sowieso dafür alles Mögliche noch machen. Joa. Ich mach die Blumen kaputt. Nee. Okay. Das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.